Ja, ich bin übrigens auch aus der Neustadt. Bin bei Wohlfühlen bei Querkunst mal auf der Reihe gestoßen. Etwas lauter? Ja, ich bin auch aus der Nordstadt. Ich bin bei Wohlfühlen in der Reihe Querkunst mal auf Harald gestoßen. Oder eher gesagt, eher auf mich. Und so sich das geben. Kriege ich jetzt mit dem Mikro hin? Geht das? Ja, so ist viel besser. Okay. Ja, mein Programm heute Abend heißt Konsens, Widerstand und Nonsens. Ist ein bisschen von dem, was mir zwischendurch so in den Kopf kommt, zu Alltagseindrücken, was sich dann sortiert. Ich fange mal an mit absolutem Nonsens. Antithese zum melodischen Singvogel. Ich sitze auf dem Ast, auf dem ich singe und säge an meinem Gesang. Mag nicht daran feilen, mag mich nicht beeilen, es ist ein gar schrecklicher Klang. Ich sitze auf dem Ast, auf dem ich singe und bin ganz furchtbar guter Dinge und mache die Leute bang. Ah, das nächste. Manchmal ist die Kreativität selbst widerständig oder vielleicht eher widerspenstig. Komm, sag ich zum Einfall und spinne ein Wortnetz. Nein, sagt der Einfall, diesmal falle ich nicht drauf rein. Heute falle ich nicht hinein in deine rhetorische Falle. Heute falle ich mal aus. Da fällt einem doch glatt der Stift aus der Hand bei so einem Los, so völlig einfallslos. Oder ist es vielleicht doch nicht so schlimm? Schreibe ich heute mal eine Studie über das Ausfallen von Einfällen. Eine Fallstudie der Einfallslosigkeit. Manchmal leistet sich auch die Technik ein widerständiges Eigenleben. Erstmal auf Französisch, es gibt gleich eine deutsche Übersetzung. L'ordinateur malade. Hier, tout était en bon ordre. Il faisait tout comme je le commandais, comme il le faisait régulièrement, jour par jour, an par an. Mais aujourd'hui et maintenant, il se sent très fatigué. Aujourd'hui, il ne veut plus calculer des numéros. Il ne veut plus générer des graphes. Mais il veut écrire la chorégraphie pour un ballet des oiseaux. Aujourd'hui, il ne veut plus fabriquer des papiers avec tous ces mots qu'il ne trouve pas tellement beaux. Bon, il veut imprimer la poésie lyrique. Il sait attraper la maladie. La cause, un virus informatique. L'ordinateur paradoxe. Il lui manque un peu de logique. C'est le virus créatif et poétique. Et donc, est-ce que c'est vraiment si dangereux et dramatique? Jetzt mal auf Deutsch. Der kranke Rechner. Gestern war alles in guter Ordnung. Er machte alles, wie ich es befahl, wie er es regulär tat. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Aber heute, momentan, fühlt er sich sehr müde. Heute will er nicht mehr Zahlen berechnen. Er will nicht mehr Graphen erzeugen. Aber er möchte die Choreografie für ein Vogelballett schreiben. Heute möchte er nicht mehr Papiere fabrizieren mit all diesen Worten, die er überhaupt nicht schön findet. Er möchte Lyrikbände drucken. Er hat sich eine Krankheit eingefangen. Der Grund? Ein Computervirus? Rechnerparadox. Es fehlt ihm ein bisschen Logik. Das ist das kreative und poetische Virus. Nun und? Ist das wirklich so gefährlich und dramatisch? Gut. Das nächste ist eine etwas surreale Betrachtung. So ähnlich könnte es gewesen sein. Ich behaupte mal, ähnlich paradox, aber weniger komisch. Staatskunst. Morgen ändere ich die Welt. Schreib sie um, bis sie mir gefällt. Morgen mache ich etwas, was ich wirklich will. Morgen bleibe ich nicht mehr still. Halt! Wir brauchen von Ihnen noch eine Bescheinigung über den Erfolg erfolgter Gehirnreinigung. Ferner eine Berufserlaubnis, die bestätigt, dass Sie kreativ bis dato nie Unfug getätigt. Darüber hinaus den amtlich beglaubigten Harmlosigkeitstest,
der unzweifelhaft beweist, Ihr Gehirn ist kein Physikernest. Wenn Sie vorgenannte Dokumente untadelig vorlegen können, erteilt Ihnen die staatliche Behörde für allgemeine Volkskunst die Genehmigung, schreibend tätig zu werden und in Ihrem Sinne bei totaler Kohärenz mit den politischen Zielen gegebenenfalls das Wohl von Arbeitern, Bauern und Intelligenz schreibend zu fördern. Psst! Morgen ändere ich die Welt, aber das wird auf der anderen Seite geschrieben stehen. Und zum Schluss, Motto, Absurdes mit Absurden beantworten und ad absurdum führen. Unmögliche Anweisung. Schreibt in die Konzernberichte wütende Protestgedichte. Redet rückwärts und voll Poesie. Demaskiert mal böse Wichte und entlarvt den Dernier Cri. Schreibt die Parallelgeschichte, benutzt etwas Fantasie.